jetzt natürlich eine alte Institution, jetzt also nicht ganz wie die Kirche, aber es gefühlt geht schon so in die Richtung, die gibt es seit über 40 Jahren, seit über 20 Jahren noch in der Rosenheimer Straße, hat jetzt, glaube ich, einige Jahre ausgesetzt und wir haben auch den Werner mehr oder weniger überredet, weil wir da Lust drauf hatten, bei der Langen Nacht zu spielen. Da gibt es jetzt ein schönes Programm in zwei Sälen, also vorne in der Szenerie, das ist eine kleine Bühne, werden Singer-Songwriter spielen, immer eine halbe Stunde im stündlichen Wechsel eigene Songs präsentieren. Es gibt nämlich einmal im Monat in der Drehler immer einen Abend, wo so Singer-Songwriter Sachen ausprobieren können. Also ein klassisches Nachwuchs, ich habe ein Lied geschrieben, kann drei Akkorde und guck mal, was passiert. Und die Perlen dieser Serie treten dann vorne in der Szenerie auf und ansonsten im großen Saal spielen wir beide. Unser Programm trägt den Titel Notenlos durch die Nacht. Wir spielen alles. Genau, wir spielen alles. Was können, das ist was anderes, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Es gibt also ein großes Wunschkonzert und wir laden das Publikum ganz herzlich dazu ein, bei diesem Experiment, bei diesem musikalischen Experiment dabei zu sein. Und zwar jeweils zur vollen Stunde. Genau, wir sehen zwar jetzt total seriös aus, also sind wir natürlich auch in gewisser Weise, aber es ist musikalisch so weit gesteckt, wie die Wünsche reichen. Da kann Klassik mit dabei sein. Genau, es kann auch Jazz dabei sein, aber normalerweise wird es ein wilder Ritt durch sämtliche Stilrichtungen, Musik der letzten 100 Jahre, durch Pop, durch Rock, durch Hip-Hop, querbeet. Und wir binden das Publikum zu jeder Zeit aktiv ein und geben die Möglichkeit, eben dieses Wunschkonzert mitzugestalten. Wir hatten jetzt Lust auf diese Herausforderung und geben uns wirklich die komplette Nacht. Also wir fangen um 20 Uhr an und spielen, bis keiner mehr da ist. Na, mal gucken. Ich habe halb zwei irgendwie das Ende Gelände. Und ja, wir sind gespannt, was da für Wünsche kommen. Vorbereitet haben wir ein Lied, das spielen wir ganz am Anfang und danach wissen wir auch nicht genau, was passiert. Genau, und dann haben wir als Hilfsmittel lediglich noch unsere beiden Keyboards. Ach ja, und ein bisschen Schlagwerk. Keine elektronischen Hilfsmittel wie Texte, Internet zum Nachschlagen der Songtitel. Wir lassen uns da völlig frei drauf ein. Nachdem jetzt die einzigen Künstler am Tisch sind, würde ich gerade noch dazu was sagen. Für uns ist es insofern ganz spannend, da zu spielen, weil wahnsinnig viele Menschen in der Stadt unterwegs sind. Oder mal andersrum gesagt, währenddessen ein Konzert zu spielen, was nicht zur langen Nacht gehört, ist natürlich Harakiri, weil da kommt ja keiner. Es sind quasi unfassbar viele Menschen unterwegs. Und es ist ja nicht das Problem, dass es zu wenig gute Musiker gibt, sondern es gibt zu wenig Menschen, die den Arsch hochkriegen und mal vor die Tür gehen und sich tatsächlich in Live-Konzerte setzen. Und an diesem Abend haben wir die Möglichkeit, oder eben alle anderen Künstler auch, tatsächlich mal Menschen zu erreichen, die jetzt nicht so regelmäßig weggehen und die sich auch mal offen sind, sich mit was zu konfrontieren, was sie nicht schon in YouTube gesehen haben. Weil man uns auch in YouTube sehen kann, aber da sind ja auch ein paar andere Filme noch. Das finden wir, das ja, wer schon mal drin war, da gibt es relativ viel Material. Ja, ja. Und das jetzt finden wir spannend, dass tatsächlich viele Menschen mit einigermaßen offenem Blick da durchgehen und vielleicht bei uns stranden und uns vielleicht gut finden. Menschen, die da nie reingetapert werden in die Trailer. Und unser infamer Plan wäre, wir spielen da regelmäßig, dass die dann nochmal kommen. Aber das ist immer gucken. Ziemlich vermessen. unter anderem natürlich die Karin Horch, die auch für Sie von der Presse immer die Ansprechpartnerin ist. Ja, bei der Langen Nacht gäbe es vielleicht noch zum Ausklang ein paar Bemerkungen. Wir legen schon viel Wert natürlich auch auf die digitale Informationsmedien heute, sprich unsere Internetseite, auch Facebook, aber vor allem Internet. Und da können wir natürlich auch im Internet noch zusätzliche Filterungsmöglichkeiten bieten gegenüber dem gedruckten Heft. Das Heft ist halt analog, nach Touren gegliedert, wie gesagt, am Odeonsplatz beginnend. Aber im Internet kann ich eben auch zum Beispiel mir raussuchen, wo gibt es den Tanz, wo kann ich aktiv werden, wo kann ich selbst tanzen oder wo kann ich mitsingen oder wo kann ich Salsa erleben oder eben Chöre. Also all das ist dann wunderbar eben zu filtern, zu sortieren. Das raten wir auch eben jedem, auch jedem, der vielleicht sonst dasteht und sagt, oh Gott, wo fange ich denn jetzt an, sich das dadurch als Erleichterung, als Orientierung auch herzunehmen. Aber die Verena hat eben noch ein ganz neues System, das ist, glaube ich, noch im Internet sogar nicht drin.
Also man kann sich die Bands schon auch, also man könnte, wenn man gar nicht weiß, wo man hin möchte oder wie man vor allem beginnen soll, kann man sich ja zum Beispiel auch, dachte ich mir, die Bands alphabetisch zum Beispiel auswählen lassen. Ja, dann fängt man einfach bei A bis Z an. Das habe ich zum Beispiel mal gemacht und da ich auch einen Hang zu skurrilen Namen habe, habe ich mir jetzt meine Route zusammengestellt nach lustigen Bandnamen. Oh. Das heißt, wir treffen uns im Gasteig bei der verrückten Kapelle. Ja, da fangen wir an. Die verrückte Kapelle. Gehen dann zum Nähmaschinenquartett. Das ist ein Jazzquartett in der ZAV, in der Agentur für Arbeit. Wenn wir es noch schaffen, dachte ich mir, die schärfsten Kritiker der Elche wären vielleicht interessant. Und, oder, da kann ich mich nicht entscheiden, die Fischgerät-Orthopäden, die im Cocoon-Hotel auftreten. Und ich meine, zum Abschluss des Abends treffen wir uns dann alle, weil das würde ich sagen, da kriegt jeder was bei mir spulen uns. Wunderbar, das war, glaube ich, ein ganz guter Abschluss hier vorne.